Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei uns im Garten. Hallo. Ja, heute steht ein großer Tag für uns an, ein Meilenstein auf unserer Reise zur Selbstversorgung. Wir freuen uns richtig. Ja, heute ist endlich der Tag gekommen, der Osterhase war da und wir zeigen euch mal, was er uns gebracht hat. Ein 350 Kilo schweres Paket auf einer Palette. Und da drin, ja, da befindet sich der Folientunnel, den wir jetzt endlich errichten können. Yes. Ja, ich bin so gespannt. Jo, als allererstes werden wir mal das Paket aufmachen, die Sachen sortieren, gucken, dass alles vollständig ist. Und dann nehmen wir euch mit in unseren Garten und erklären euch die ersten Schritte. In diesem Video werden wir euch also zeigen, wie wir Schritt für Schritt den Folientunnel aufbauen. Die Maße sind 12 Meter lang, 5,30 Meter breit. Ja, das ist ein ordentlicher Apparat. Mhm, da haben wir was zu tun. Ein Riesending. Ja, 3 Tage Zeit haben wir uns dafür genommen oder werden wir uns jetzt dafür nehmen. Es sind gerade Osterferien und wir gucken dann mal, wie es läuft. Ihr werdet gleich sehen, ja, wie es uns ergeht. Also loslegen. Los geht's. Wow. Ja. Dann werfen wir doch mal einen Blick hier in diese Kiste. Ja, wir sehen jede Menge Stahl und Folie. Und das werden wir jetzt einfach mal alles auspacken und werden euch dann sagen, ja, wie man das Ganze angeht. Wir stehen jetzt oben auf der Wiese hier hinter uns. Da soll der Folientunnel aufgebaut werden. Genau. Und was braucht ihr als erstes? Also wenn ihr das Paket kontrolliert habt und alle Teile da sind, geht's ans Vermessen. Dafür braucht ihr Mathe-Abitur. Mathe-Abitur, genau. Nein. Wir brauchen erstmal die Begrenzungseisen. Ja, dafür haben wir Baustahl genommen. Diese Stangen habe ich mit der Flex kleingeschnittene. Die sind nämlich super, um die hier in den Boden einzuschlagen. Einen ordentlichen Hammer. Ja. Um die einzuschlagen. Dann haben wir ein extra langes Maßband, um alle Wege zu messen. Das ist und unverzichtbar. Das braucht ihr unbedingt. Und vernünftige Maurerschnur, die sich nicht dehnt. Ja. Also keinen billigen Mist vom Aldi oder Lidl kaufen, sondern einfach mal 8 Euro in die Hand nehmen. 60 Meter Rolle habe ich mir jetzt zugelegt oder wir haben uns die zugelegt. Und jetzt gehen wir drauf ein, auf was ihr beim Vermessen, ja, was ihr beachten solltet, weil es ist immer wieder, ja, wir haben da irgendwie... Ja, wir hatten einen Wurm drin. Ne? Immer wieder, schon beim letzten Mal. Aber und dieses Mal sind wir drauf gekommen, ne? Genau, wir haben es uns nämlich einmal in klein angeguckt und geguckt, okay, wie müsste es eigentlich sein, damit wir es in groß auch hinkriegen. Ja. Und dann sind wir auf den, ja. Deshalb gucken wir uns jetzt ein kleines Beispiel an, woran wir euch erklären können, ja, was zu achten ist. Also, dann gehen wir mal zu unserem Muster. Ja. Theoriestunde, los geht's. Erklär uns, wie es richtig geht. Wie es richtig geht, genau. Wir haben nämlich die Anfängerfehler gemacht. Aber jetzt zeigen wir es euch einfach, wie es richtig geht. Also, wir haben ja die 4 Längen. Wir brauchen hier 5,30 Meter, hier 5,30 Meter und die, die Seiten 12 Meter. So. Und wenn man es einfach so absteckt, was wir auch am Anfang gemacht haben, ist es so, dass das ja alles passen kann. Also die Längen sind dann gleich, aber wichtig ist die Diagonale, weil sonst haben wir 12 Meter hier an den Seiten und 5,30 Meter dort, aber die Diagonalen sind komplett unterschiedlich. Dann haben wir eine Diagonale, die geringer ist und eine, die weiter ist. Ja, das heißt, die Winkel sind nicht eingehalten. Das heißt, alle Maße stimmen. Man kann also sich denken, ah, wir sind fertig, die Maße passen. Aber der Winkel passt nicht. Und dann passiert eben genau das, dass wir komplett schräg sind. Das ist also kein Rechteck, sondern irgendwie eine Raute oder sowas in der Art. Ja, ihr müsst also die 90 Grad immer einhalten. Und wie schafft man das, Marlene? Mit dem Satz des Pythagoras. Genau. Also ordentlich Mathe-LK. Mathe-LK, Leute. Also, ihr habt A und B und wir haben ein imaginäres Dreieck aus dem Rechteck gemacht. Das heißt, hier müsst ihr euch vorstellen, wo die rote Linie ist. Da teilen wir das und machen das Ganze zu einem Dreieck. Also a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Und ja, das haben wir dann natürlich
online mit einem Rechner ausgerechnet und nicht selbst. Und die Diagonale bei diesem Gewächshaus, 5,30 Meter auf 12 Meter Länge, ergibt 13,11 Meter. Ja. Das haben wir eingemessen und jetzt zeigen wir euch noch, wie man mit dieser Maurerschnur umgeht. Ja, gibt es nämlich einen wichtigen Knoten, den man beherrschen muss, ansonsten macht das überhaupt keinen Spaß. Das machen wir aber in der Nahaufnahme, damit ihr das auch sehen könnt. Also, ihr habt einen Fixpunkt, ihr wisst, da wollt ihr loslegen. Das heißt, Stange wird eingeschlagen. Und dann macht ihr nicht irgendwie einen Doppelknoten oder weiß was ich für einen Knoten, sondern ihr macht einen Mastwurf. Und zwar macht ihr ein Schweineohr und noch ein Schweineohr und das Ganze legt ihr übereinander. Und dieser Knoten hat die Besonderheit, dass er in beide Seiten versteift ist und sich nicht bewegen lässt. Man kann ihn aber verlängern, indem man ihn löst. Und dann kann ich eben eine längere Distanz rausziehen oder auch verkürzen. Und das macht ihr an allen Ecken und achtet darauf, dass die Schnüre natürlich immer außen verlaufen, weil wir Außenmaße messen. Das ist wichtig zu beachten. Ja, und das haben wir gemacht für euch schon. Das zeigen wir euch jetzt mal auf dem Acker. Genau. Wir haben ja also einen Weg, der hier hineinführt und Richtung Folientunnel verläuft. Und dort, wo Marlene steht, da findet sich die Tür. Die Mitte. Da kommt eine 2 Meter breite Tür rein. Wir haben also gewusst, dass wir diese beiden Punkte eigentlich schon mal als fix bezeichnen können, weil ja, wir wollen eben, dass hier parallel der Weg verläuft. Und wenn ihr also 2 Fixpunkte habt, könnt ihr anfangen, euch den nächsten Punkt zu suchen. Also haben wir dann hier die 12 Meter eingemessen und haben hier auch die Maurerschnur gespannt, ziemlich dicht über dem Boden, damit ihr nachher exakt wisst, wo die Erdanker gesetzt werden müssen. So, und das Ganze geht dann natürlich auch nochmal hier rüber und wieder zurück. Genau. Ja, wir sind damit fertig und wir holen jetzt die Erdanker aus dem Paket. Wir haben das Material jetzt, wie ihr sehen könnt, verteilt einmal ringsum, damit wir kurze Wege haben bzw. nicht immer aufstehen müssen. Hier in der Hand halte ich jetzt einen Erdanker. Davon müssen wir 14 Stück installieren bzw. in die Erde eindrehen. Jo, das wird lustig. Super lustig. Unser Boden ist richtig schlecht. Wir haben Lehmböden, der ist jetzt gerade noch weich, weil es viel geregnet hat. Aber wir haben Steine ohne Ende. Jo. Zum Eindrehen habt ihr hier so eine Eindrehhilfe. Da müssen wir gleich noch gucken, wie das Ganze jetzt draufgesetzt wird. Und dann fangen wir an unserem Fixpunkt an. Das ist ja bei uns die Vorderseite hier. Da werden wir jetzt gleich den Erdanker eindrehen. Und dann könnt ihr diese Stangen benutzen, 2 Meter lang, mit einer Rohrschelle vorne dran. Das ist wichtig zu beachten. Das gibt dann das Maß zum nächsten Erdanker vor. Das benutzen wir dann gleich als Abstandshalter. Und ja, wir versuchen jetzt mal unser Glück und nehmen euch gleich mal mit, wenn wir so einen Erdanker eindrehen. Da suchen wir uns aber erstmal die beste Stelle aus, dass es einfach aussieht. Ja, genau. Ja, wir lassen einfach mal den Zeitraffer laufen für euch. Ich habe das Gefühl, dass nichts mehr passiert. Doch. Vielleicht schiebt er die Steine auch auf die Seite. Scheiße. Ja, an der Stelle holt euch ein kleines Stahlrohr, damit ihr einen größeren Hebel habt. Jetzt probieren wir mal zu zweit. Wir sind auf den ersten Stein gestoßen oder irgendwas. Mir ist schwindelig. Und ich habe das Gefühl, es passiert nichts mehr. Hast du das Gefühl, es geht noch weiter? Ich sehe nichts. Boah, mir ist echt schwindelig. Oh Gott. Ich kann das da passiert gar nichts mehr. Warte, dreh mal. Ich will es sehen. Ich achte jetzt auf die Rillen. Du darfst noch nicht vorher tanzen. Mach mir einfach weiter. Okay. Ja. Also Nummer 1! Ich glaube, das Gefälle passt ja auch. Es wird ja schräg, es geht hoch. Also kann der ein bisschen rausgucken. Nur ein bisschen, weiß nicht, was ein bisschen ist und was viel ist. Ja.
Und wir haben jede Menge Steine auf die Seite geräumt. Und der letzte Erdanker, ja, da liegt wohl ein größerer Stein. Marlene ist da schon dabei, mit der Brechstange den rauszuhebeln. Und da bewegt sich einfach der komplette Boden. Das heißt, der wird sehr groß sein, der Stein. Dann gucken wir doch mal, welche Überraschung da für uns schlummert. Ich stelle mich drauf und du drückst. Oh je. Oh Gott. Ja. Yes. Oh nein. Ja. Da braucht man nicht großartig probieren mit dem Erdanker. Ich krieg den noch nicht mal alleine raus. Kannst du mal so groß? Also das ist der kleine davon. Machst du einmal den großen bitte? Ja, kein Wunder, warum der Erdanker nicht so gut reingeht. Ja, Leute, das macht Spaß. Scheiße. Naja, jetzt haben wir wieder Natursteine für unsere Mauer. Sehr gut. Mal sieht ihr bitte, weil der dreht sich schon wieder schräg rein. Oh Gott, Karussell fahren wieder. Ich bin froh, dass es der letzte ist. Also ein Tipp, der nicht in der Betriebserlaubnis von dem Gewächshaus steht, ist, wenn ihr euch dreht, müsst ihr immer einen fixen Punkt fixieren, ansonsten wird euch schlecht. Vor allem, wenn ihr es 14 Mal macht, passiert gar nichts. Eine Stunde später, gleicher Tatort. Anscheinend sind alle Steine an der Stelle, wo wir den letzten Erdanker setzen müssen. So, Baustelle beendet. Wie ihr seht, war das jetzt richtig viel Arbeit und wir haben natürlich jetzt ein riesengroßes Loch hier unten. Deshalb müssen wir jetzt zum Baumarkt gehen und Beton holen. Das müssen wir einbetonieren. Ansonsten hat der Erdanker überhaupt keinen Halt in der Erde. Und gerade die Stirnseiten sind sehr windanfällig. Darum werden wir hier auf Nummer sicher gehen und Beton eingießen. Und dann ist uns am anderen Eck gegenüber leider auch noch eine Sache passiert, die nicht passieren sollte. Da gehen wir jetzt mal hin. In dem ersten Erdanker haben wir nochmal den Erdanker ein paar Umdrehungen tiefer gemacht. Und dann ist uns bei der letzten Drehung hier das Teil abgebrochen, beziehungsweise auch der Haken. Und normalerweise sieht das so aus. Und das ist natürlich richtig schlecht, weil hier die Plane verzurrt wird, die Folie. Und da haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr an der Stelle. Das muss ausgetauscht werden. Das verzögert natürlich jetzt alles. Wir müssen den Hersteller kontaktieren. Wir werden aber trotzdem morgen mit dem Aufbau erstmal weitermachen und gucken, inwieweit uns das einschränkt. Das heißt, für heute ist die Baustelle beendet und an Tag 2 morgen wird dann hier werden die ersten Bögen zusammengesteckt und dann gucken wir eben, ob unsere Arbeit am heutigen Tag gelungen ist. Werden wir dann eben morgen merken, ob die Abstände hier alle stimmen. Und neuer Tag, neues Glück. Es ist mittlerweile 1 Uhr nachmittags am Folgetag. Es hat heute den ganzen Morgen geregnet. Heute ist Ostersonntag. Wir machen jetzt weiter. Wir werden jetzt das Gestänge aufbauen, aber vorher müssen wir uns noch um den Erdanker kümmern. Das hatte ich euch jetzt in der Frequenz davor gezeigt. Der ist ja leider gebrochen. Das heißt, den Erdanker werden wir jetzt ausgraben und werden uns aus normalem Stahl einen eigenen Erdanker herstellen. Da werde ich irgendwas zusammenschweißen. Da nehme ich euch jetzt mit, weil man muss auch mit sowas irgendwie umgehen können. Wie gesagt, jetzt aufhören und warten, bis das Ersatzteil da ist. Das ist keine Option. Und auf diesen Erdanker können wir auf keinen Fall verzichten, weil wir hier eben starke Windböen haben im Herbst spätestens. Und auch morgen soll es gegen Nachmittag ziemlich viel Wind geben. Deshalb, wir gehen jetzt in die Werkstatt und gucken mal, was wir hier zusammenschustern können. Dann wäre das auch geschafft. Na. Also Lehmboden ist natürlich schon super für die Erdanker. Auf sandigen Böden keine Chance, aber mit dem Lehm, der ist so verdichtet.
Und dann gucken wir jetzt mal, was wir da draus basteln können. So, der Plan ist jetzt, dass wir dieses Teil nachbauen aus normalem Stahl. Das ist Alu. Ich kann hier kein Alu schweißen in meiner Hobbywerkstatt. So, das Ganze werde ich jetzt in der Länge komplett eben nachbauen. Ich habe hier Armierungsstahl, also Baustahl. Und das werde ich mir jetzt auf die gleiche Länge zuschneiden. Den Erdanker, dem Erdbohrer an sich, den kann ich natürlich jetzt nicht übernehmen. Ich habe auch im Baumarkt leider kein Material dafür gefunden. Das heißt, ich werde dann hier irgendwelche Quergestänge mit einschweißen, damit ich das im Fundament gießen kann. Wir müssen jetzt ohnehin mit Zement arbeiten, also mit Beton arbeiten. Und auf der Rückseite befindet sich hier ein Haken, eine Öse für die ganzen Folien, also später wird das mit den Seilen verspannt und die ist auch abgebrochen. Das heißt, da habe ich auch nochmal Armierungsstahl in 6 mm, den kann ich gut biegen und dann werde ich hier auch die Öse anschweißen. Soweit der Plan. Ich habe noch nie in meinem Leben davor geschweißt. Das wird heute die absolute YouTube-Premiere für mich und Premiere überhaupt. Also drückt mir die Daumen, dass ich hier gleich einen Erfolg hab. Ansonsten wär's blöd. Dann messen wir die Position aus, wo das Teil befestigt war. So, das Einzige, was ich über Schweißen gelernt habe, ist, dass man nicht reingucken soll, wenn es blau wird und hell wird. Ich hoffe, meine Handykamera passiert nichts. Einmal mit Profis arbeiten, Leute. Man sieht hier überhaupt nichts. Einmal angepunktet und es hat nicht funktioniert. Jawohl. So Leute, ich bin fertig. Ja, ist jetzt kein Wunderwerk der Technik geworden, aber es hält. Und ich will wetten, es hält besser als die mitgelieferten Alu-Anker. So. Ich habe jetzt hier unten, wie gesagt, Stahl eingearbeitet, weil es hier betoniert wird. Und hier oben, das ist eben die Begrenzung von dem Gestänge. Und hier hinten befindet sich jetzt noch eine Öse. Die habe ich jetzt gerade mit Draht hier drangezogen. Das heißt, hier wird jetzt noch einmal geschweißt. Die letzte Schweißnaht und dann geht es wieder auf den Acker. Und dann bauen wir endlich das Gerüst auf. Manometer. Aber jetzt kann ich auch schweißen, Leute. Zurück auf dem Feld und jetzt gucken wir uns mal, heiß, jetzt gucken wir uns mal an, wie gut unsere Fälschung geworden ist. Dazu hole ich euch jetzt einfach mal näher. Hier seht ihr das originale Bauteil, in der Erde eben schon vergraben. Und hier seht ihr das nachgemachte Teil aus Stahl mit der Öse. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Wunderbar, das wird jetzt einbetoniert. Beziehungsweise erstmal vergraben. Beton kommt heute Abend. So, nach ersten Startschwierigkeiten geht es dann also endlich los. Wir sind bereit und legen uns gerade die Teile zurecht. Da haben wir einen Tipp für euch. Es ist ja am Anfang immer schwierig, die Übersicht zu behalten. Deshalb haben wir jetzt hier mit Edding die ganzen Teilenamen hier notiert. Dann haben wir es einfacher beim Raussuchen. Das hier sind die Bögen. Also einmal der große Bogen außenrum. Da ist es absolut wichtig, dass ihr die Pakete nicht miteinander vertauscht, also das Material darf hier nicht durchtauscht werden. Die sind nämlich in einem Arbeitsprozess gebogen worden. Das heißt, wenn ihr das Paket mit dem anderen Paket mischt, dann könnte es sein, dass es unförmig wird. Also immer die Pakete geschlossen halten und immer einen nach dem anderen aufbauen. Wir fangen jetzt hier mit der Tür, mit der Stirnseite an. Wir haben zwei Türen, einmal hier vorne und einmal auf der anderen Seite. Jo, und das hat jetzt eigentlich schon mal echt gut geholfen, damit man die ganzen Teilenamen einfach schon mal auf dem Material sieht. Dann geht es etwas einfacher mit der Orientierung.
Ja, Leute, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zugucken, wie wir das Ganze stellen. Dazu mache ich euch wie immer einen schönen Zeitraffer und suche eine schöne Position für euch aus, damit ihr alles mitbekommt, was hier passiert. Also bis gleich, drückt uns die Daumen, damit es klappt. Und ja, jetzt geht es daran, dass wir das alles ausrichten. Ist nämlich alles noch richtig schief. Ich weiß im Moment noch gar nicht, wie wir das gerade kriegen sollen. Da sind so viele Toleranzen drin. Das gucken wir uns jetzt mal kurz zusammen an. So, Marlene ist jetzt schon dabei mit der Ausrichtung. Das heißt, die Fetten da oben und die Streben, die Querverbindungen, die müssen jetzt alle noch mittig ausgerichtet werden. Die sind teilweise noch richtig schief. Sieht man hier im hinteren Verlauf. Ja, das müssen wir jetzt alles mittig ausrichten. Da zum Beispiel, die Stange ist viel zu weit unten und auf der anderen Seite viel zu weit oben. Das wird jetzt alles erledigt. Ich zeige euch jetzt mal eine Stelle, die mir wirklich Sorgen macht. Und ich weiß wirklich noch nicht, wie wir das gerade ausrichten sollen. Seht selbst. Das erste Gestänge ist wirklich so dermaßen verformt. Also, puh, das sieht wirklich nicht so gut aus. Aber Marlene macht das schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich gucke jetzt mal zu, weil wir nur eine Leiter haben. Marlene, streng dich bitte an. Tag 3 steht an. Und ja, heute werden wir nicht zur Folie kommen, wie es eigentlich geplant war. Das Wetter ist wieder mal richtig schlecht. Es ist mittlerweile schon wieder 12 Uhr mittags. Es hat den ganzen Morgen richtig geregnet. Wir werden jetzt weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar beim Ausrichten. Und da haben wir uns auch noch mal auf YouTube ein bisschen schlau gemacht beim Orpheus Fischer. Das ist ein Account, der Market Gardening betreibt auf YouTube, also in echt und auf YouTube euch mitnimmt. Und der hat eben die Idee gehabt, gerade diese Querverstrebung hier oben mit der Wasserwaage auszurichten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Wir haben das gestern vermittelt durch Messen. Und mit der Wasserwaage geht es deutlich schneller und genauer. Das heißt, wir bringen das hier in der Horizontalen in die Waage und ins Lot. Und dann haben wir noch ein Problem, dass zwei von diesen U-Verstrebungen hier, von den Profilen, dass die leider in sich nicht gerade sind. Und in der Anbauanleitung, da findet man nach dem Punkt, wo aufgebaut wird und aufgestellt wird, den Hinweis, wenn die eben in sich nicht formförmig sind, dann muss man die äußeren Verbindungen hier, dieses Teil, ich glaube, es ist D oder D1, das muss dann getauscht werden, weil eben dann diese gegenseitige Verbiegung, also S-Verbiegung, wieder rausgeht. Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben alle schon aufgebaut, das heißt, wir müssen jetzt mindestens zwei von diesen Profilen wieder rausnehmen. Das werden wir gleich machen. Und die Türen, ja, das ist auch nochmal eine Friemelarbeit. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und erkläre euch die Schwierigkeiten, damit ihr, falls ihr auch mal so ein Projekt vorhabt, hoffentlich daraus lernen könnt. Wir machen die Fehler für euch. Hier in dem vorderen Bereich im ersten Bogen, da kommt eine Doppeltür rein. Und das ist wirklich schwierig, das jetzt gerade hier auszurichten, sodass am Ende auch die Türen reinpassen. Damit wollen wir heute anfangen. Es ist nämlich auch so, dass diese Verbindungen hier von oben nach unten etwas länger sind als die äußeren Bögen. Kann auch bei unserem Boden liegen. Das heißt, wir müssen den eigentlich noch in den Boden einschlagen. Ansonsten können wir ja hier überhaupt nicht ausrichten, weil das hier nach oben immer gedrückt wird. Darum ist das Ganze jetzt auch hier so schräg erstmal hingestellt. Und wir gucken uns jetzt mal den Tunnel von der Seite an. Da zeige ich euch mal, mit was wir zu kämpfen haben. Und zwar, das haben wir jetzt schon ausgerichtet und es ist ziemlich parallel. Ihr seht ja,
Man kann die hintere Stange und die hintere Bögen nicht sehen. Das heißt, es ist schon ziemlich parallel ausgerichtet. Das ändert sich aber zum Beispiel hier. Man sieht, das ist richtig unförmig. Also da müssen wir jetzt echt noch mal gucken, ob wir hier die Teile austauschen müssen. Bei manchen sieht es nicht so schlecht aus. Da kann man jetzt gut erkennen, dass das Ganze von oben weiter nach rechts gedrückt werden muss. Hier ist es schon ziemlich parallel. Und so geht das Ganze weiter. Auch das sieht ziemlich parallel hier im unteren Bereich aus, aber oben absolut noch nicht. Man kann ja auch sehen, dass es so gegensätzlich verschoben ist. So. Ja, auch hier hat man so, einmal geht es hier nach rechts vorne und hinten geht es eher nach links. Also wirklich so eine S-Form. Und da sieht man auch wieder deutlich, hier muss es oben weiter nach rechts. Unten ist es ja schon ziemlich waagerecht. So, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Und da sieht man auch wieder, es ist absolut, ja, nicht winklig und nicht parallel zueinander. Und hier oben am Abschluss auch wieder das Problem mit den Türen, weil dieses Teil hier in sich ja auch nochmal beweglich ist. Da sieht man auch jetzt in dem Bereich, das muss weiter nach außen. Da werden wir auch wieder mit der Richtschnur arbeiten, dass es dann alles winklig ist am Ende. Ja, das wird heute nochmal Zeit beanspruchen. Und dann müssen vor allem noch die Fundamente gegossen werden. Hier ist es noch gar nicht mal so schlimm. Aber bei unserem Steinhaufen, da ist einfach nur ein riesiges Loch. Und der Erdanker hat natürlich überhaupt keine Stabilität, was natürlich auch beim Aufbauen das alles noch mal ein bisschen schwieriger macht. Ja, wir haben noch gut was zu tun an Tag 3. Mal gucken, wie viel Tage es am Ende werden. Und bei dem Wetter muss man auch keine Folie aufziehen. Das ist total sinnlos. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Und dann sagen wir euch, was uns am besten geholfen hat. So, liebe Freunde, also wir haben jetzt die Türen hier rausgenommen, die Türrahmen, weil das einfach bei uns in der Erde die ganze Zeit gehakt hat. Und jetzt haben wir erstmal oben das alles ins Wasser gebracht, die Querverbindung. Wir haben mit so einer Wasserwaage für Vierkant haben wir hier das auch ins Wasser gebracht. So, und wenn man das nach vorne, nach hinten bewegen will, muss man den Windverband lösen. Und wenn man den Windverband löst, kann man durch den Winkel von dieser Querverbindung die Neigung ändern. Das ist so eigentlich ziemlich das einzige Instrument. Und jetzt haben wir eben die Erkenntnis, dass der zweite Bogen in sich verbogen ist, so wie es in der Anleitung stand. Und der muss jetzt ausgebaut werden. Ich zeige euch aber noch mal kurz, woran man das erkennt. Und ich weiß nicht, ob man sowas beim Aufbau erkennen kann, wenn es auf der Erde liegt. Ich glaube, es zu bezweifeln. Und ja, das ist jetzt wirklich ärgerlich, weil wir jetzt wieder von vorne anfangen müssen. Und zwar seht ihr hier, dass der erste Pfosten nach rechts weggeht und der hintere geht nach die gegenläufige Seite weg. Also es ist total verformt. Und das kann man jetzt eben beheben, laut Hersteller, indem man dieses Rohr beidseitig austauscht und miteinander vertauscht, dann sollte eben diese S-Form raus sein. Ist die Frage, warum macht man sowas? Ist es vermeidbar bei der Herstellung? Ich weiß es nicht. Das sind nur so Fragen, die einem gerade so durch den Kopf gehen. So Leute, wieder ein paar Stunden später. Es hat auch wieder angefangen zu regnen, aber das hält uns nicht ab von der Arbeit. Wir haben jetzt alles so gut wie möglich ausgerichtet. Wir haben jetzt auch nochmal diesen Bogen rausgenommen und haben die Stangen gegenseitig verdreht. Das hat jetzt ja, relativ gut geholfen. Und bei den anderen Stangen haben wir gesagt, wir leben jetzt damit. Ich denke, wir haben sehr genau gearbeitet und das sind jetzt einfach Toleranzen, die akzeptabel sind in dem Projekt. Wir müssen auch halt immer noch realistisch sehen, dass unser Boden absolut nicht gerade ist. Also das sieht natürlich noch nicht so gut aus. Aber so what? Jetzt passt es erstmal. Es hat auch gut geholfen, dass wir das nochmal abgenommen haben bei den Türen.
diese Türrahmen, die haben nämlich ganz schön im Weg gestört. Und was wir eben jetzt so lange gemacht haben, war mit der Wasserwaage hier oben die Querverbindungen nochmal ins Wasser zu legen. Das haben wir jetzt durchgängig gemacht und alles nochmal angezogen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir die Tür einbauen. Da haben wir vielleicht doch den einen oder anderen Tipp für euch parat. Wir haben hier die Türen, die haben wir schon zusammengebaut. Das sind zwei Stück, eine Flügeltür. Und haben einmal die Tür vorhin eingehangen und haben gemessen, welches Maß, Außenmaß wir bei der Tür haben. Da kamen wir auf ein Außenmaß von 2,20 Meter. Und das haben wir uns jetzt hier unten am Boden ausgemessen, dass wir das hier einhalten. Und später legen wir es noch mit der Wasserwaage ins Wasser, dass es auch oben 2,20 Meter am Ende ist. Muss ja eben auf jeden Fall im rechten Winkel sein, ansonsten passen die Türen nicht rein. Und damit es hier unten im Erdreich ein bisschen stabiler wird, haben wir hier wieder Stahl genommen und haben den Stahl hier eingeschlagen und setzen dann hier die Stange drauf, korrekt. Und, ja, schon Erde in der Stange. Naja, und so haben wir dann eine kleine Führung und dann müssen wir später noch das Maß auf oben übertragen. Das werden wir jetzt machen und dann gucken wir, ob die Tür gleich reinpasst. Ja, und später müsst mir wahrscheinlich hier das noch versteifen. Ich habe in der Anleitung noch nichts dazu gesehen. Aber die Stange lässt sich ja, weil sie noch nicht verschraubt ist, quasi noch rein und raus bewegen. Und somit ist ja auch der Türrahmen nicht stabil. Da werden wir mal gucken, ob das noch irgendwann in der Anleitung kommt. Ansonsten ist es dann Eigeninitiative. Jo. Tag 4. Die Türen sind eingebaut, Leute. Ich zeige euch auch noch die andere Seite. Wir können jetzt mit dem Fundament anfangen. Da, wo wir zu viel Erde ausgetragen haben wegen den Steinen in der Erde, kommen jetzt auf die Erdanker nochmal. Ja, eine gute Portion. Mörtel nicht, sondern Zement. Also, ja, Beton. So, ich drehe mal gerade die Ansicht. So, all the way around. Und hier wären wir auch an der anderen Tür. Da hatten wir so ein bisschen die Problematik, dass hier hinten nochmal so ein Stück bergauf geht. Das heißt, wir mussten die Türen ziemlich weit hoch ansetzen, damit die sich noch nach außen öffnen lassen. Und da sind wir jetzt an unserer Baustelle. Hier werden wir jetzt Zement ermischen und das Ganze für euch im Zeitraffer. Wir melden uns, wenn wir damit fertig sind. Wir sind fertig mit den Fundamenten. Wir haben alle Arbeiten am Skelett, am Rahmen abgeschlossen. Das heißt, jetzt fehlt nur noch die Folie. Aber für die Folie fehlt uns noch die nötige Zeit, bis die Fundamente austrocknen. Da werden wir 2 Tage warten, beziehungsweise sogar 4 Tage. Heute ist Dienstag und am Samstag wird die Folie aufgezogen. Da ist es windstill hoffentlich, weil so wie es momentan im Wetter ist, wird es auch gar nicht funktionieren. So. Da wir in der Zeit aber nicht warten und weitermachen, kümmern wir uns jetzt schon mal um das Anlegen der Beete. Wir haben uns hier für ein System aus dem Market Gardening entschieden. Das heißt, die Beete wären 75 cm breit und die Wege dazwischen 45 cm. Die 75 cm ergeben sich aus den Anbaugeräten, die im Market Gardening angewendet werden. Da wird eine Arbeitsbreite eben von 75 cm verwendet. Und das werden wir hier auch so anlegen, falls wir uns irgendwann diese Geräte anschaffen sollten. So, ich habe das Ganze jetzt schon abgesteckt und was man auf der Kamera wahrscheinlich schlecht sieht, sind hier diese Stolperdrähte. Das heißt, mit der Maurerschnur habe ich jetzt alles abgesteckt. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Die 2 äußersten Reihen sind 60 cm, da hat der Platz nicht mehr gereicht. Und die 3 mittleren Reihen sind 75 cm breit. So, und dann waren wir noch mal ein bisschen Material holen, da nehme ich euch mal kurz mit. Bei einer meiner letzten Videos haben wir schon ausführlich über das Thema Holzhackschnitzel gesprochen. Das sind diese hellen Holzschnitzel,
die wir ja auch auf dem Hänger schon geholt haben. Und jetzt seht ihr mal den Unterschied. Das hier ist, man kann schon sagen, billige Ware. Hier kostet der Kubikmeter, was haben wir jetzt gezahlt, 15 Euro. Und bei dem Holzhackschnitzel aus dem Vollholz, da haben wir 50 Euro gezahlt. So, ich kann natürlich nicht mein komplettes Geld ausgeben, nur um den Boden zu bedecken mit irgendeiner Ware. Da kommen wir nämlich da auf hunderte Euros, die wir nur auf den Boden schütten. Deshalb haben wir uns jetzt hier für die günstige Abfallware entschieden. Das ist gemischter Holzhack mit Rindenanteil. Wir haben hier auch sehr hohen Anteil an Nadelholz, Nadeln. Ist schon fast Kompost. Das ist sehr lange abgelagert auf dem Hof, wo wir es geholt haben. Damit werden wir jetzt unsere ganzen Wege auskleiden. Und auf die Beete wird in den nächsten Tagen noch jede Menge Kompost eingebracht. Wir rechnen ungefähr mit 10 cm Kompostauflage. Und das entspricht fast einem Kubikmeter pro Reihe. Wir haben es mal ausgerechnet, 12 Meter Länge, 75 cm Beetbreite sind 0,9 Kubikmeter Kompost bei 10 cm Erdauflage. Ja, das ist jede Menge. Auf den Hänger passen 2 Kubikmeter, wenn wir es aufschütten. Nur der Kompost ist viel kompakter und schwerer. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel auf den Hänger kriegen. Das werden wir aber die nächsten Tage noch euch zeigen. Ich habe nämlich heute wirklich hervorragenden Kompost gefunden. Der kostet der Kubikmeter 16 Euro. Das ist wirklich total guter Humus. Ich bin wirklich überrascht gewesen von der Qualität, die dort angeboten wird. Ja, wir machen uns jetzt daran, das alles zu verteilen und wir werden auch vor dem Gewächshaus das auslegen, damit wir gut mit unseren Schubkarren gehen können und dort kein Unkraut haben. Das zeige ich euch jetzt gleich, beziehungsweise nehmen wir euch mit, wenn wir das Ganze ausbringen. So Leute, wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Ach, herrliche Arbeit. Wirklich, das macht mir richtig viel Spaß. Wenn mich noch mal jemand fragen sollte, was ich für einen Sport mache. Ja Leute, ihr seid herzlich eingeladen. Mal gucken, ob ihr eine Woche hier im Garten aushaltet mit mir. Der Vorteil ist, dass ich aus Garmisch komme und jede Menge Schnee geschaufelt hatte in meinem Leben. Ansonsten hätte ich mir jetzt gerade bei der Arbeit die Arme abgerissen. Ja, und das, was wir jetzt sehen, das ist ja die Früchte von monatelanger Arbeit hier mit dem Boden. Wir haben hier gemulcht ohne Ende und das Resultat ist tief schwarzer, humoser Boden, den wir jetzt schon nach etwa 3 bis 4 Monaten auf unserem Lehmboden aufbauen konnten. Das ist wirklich klasse. Und wenn es jetzt wärmer wird, am Wochenende sind 23 Grad gemeldet, dann kommt die Plane hier noch drauf. Dann werden die Mikroorganismen hier richtig angeregt beim Arbeiten. Diese schwarze Oberfläche wird die Sonne jetzt viel besser aufnehmen. Und dann wird das alles, was hier noch an Stroh ist, in den nächsten Wochen hoffentlich umgesetzt, bis die Pflanzen reinkommen. Also volle Sonnenenergie und volle Bioenergie und dann geht es hier weiter. Und von so einem Boden, da träumt jeder Landwirt. Ja, kann man stolz sein. Der Boden ist das Wichtigste, was wir haben. Und Bier. Oh, fuck. Hier am Folientunnel angekommen, seht ihr auch gerade noch mal. Wir haben jetzt außenrum noch mal eine dicke Mulchschicht gemacht mit Hackschnitzel, damit das Gras schwieriger dann hat durchzuwachsen. Da erhoffen wir uns den nötigen Unkrautschutz von außen. Das Ganze können wir aber dann auch noch mal erhöhen. Das heißt, umso dicker die Schicht, umso unwahrscheinlicher ist, dass das Unkraut durchkommt. Wir haben jetzt hier die erste Reihe im Beet angelegt. Ein 60 cm Weg haben wir zwischen dem Gewächshaus ausgelegt mit Hackschnitzeln. Und hier ist das Kartoffelbeet, also unser erstes Freilandbeet. Und da werden wir jetzt den Mutterboden ausbringen. Bevor ich es vergesse, dazu zu sagen, der Mutterboden lag jetzt bei 30 Euro pro Kubikmeter. War okay im Vergleich zu anderen Anbietern. Und am Ende ist wichtig, dass die Qualität stimmt. Und das merkt man natürlich spätestens im Laufe der Saison. Aber durch den hohen Sandanteil bin ich eigentlich schon mal sehr zufrieden, weil wir müssen hier den Boden aufbessern durch Mineralien. Und
Wir haben jetzt vorher noch mit einem oder zwei Jahre alten Kuhmist, der jetzt schon abgelagert ist, wie gesagt, nochmal nachgedüngt, weil die Kartoffeln Starkzehrer sind, aber sie vertragen wohl keinen frischen Mist. Ich habe es nur gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Jo. Weil im Mutterboden an sich sind keine zusätzlichen Nährstoffe beinhaltet. Das ist wirklich reiner Mutterboden und hier wurden keine Nährstoffe zugeführt. Deshalb, ja, gucken wir mal, wie uns der Boden dann im Laufe der Saison halt gefällt. So, liebe Freunde, es ist soweit. Eine Woche ist vergangen und das Wetter spielt jetzt endlich mit. Wir haben herrlichen Sonnenschein heute, sind bis 25 Grad erwartet. Und ja, Marlene trifft jetzt die letzten Vorbereitungen und Marlenes Vater kommt auch gerade hier die Einfahrt reingefahren. Wir haben jetzt noch einen Helfer. Das heißt, wir machen heute zu dritt das Ganze mit der Plane. Marlene ist jetzt dabei, hier die Verbindungsstücke abzukleben mit Schaumstoff. Das zeige ich euch nochmal aus der Nähe. Somit sind dann auch die letzten Arbeiten abgeschlossen. Der Schaumstoff soll verhindern, dass die Folie irgendwo, ja, an den Schrauben oder an spitzen Gegenständen Risse erleidet. Und das gucken wir uns nochmal an, bevor wir dann endlich die Plane auspacken. So, Marlene, zeig mal, was du da hast. Das sind diese Schaumstoff-Klebestreifen. Die haben auf der Rückseite eine Klebefläche. Und die werden jetzt hier überall angebracht an den Schellen und an den Schrauben, damit die Folie jetzt gleich beim Drüberziehen eben nicht beschädigt wird. Das war jetzt auch nochmal 2 Stunden Arbeit. Da haben wir gestern Abend schon mit begonnen im Regen, weil es einfach sonst nicht klappt. So, nachdem ihr die Folie aus der Verpackung genommen habt, lagert ihr die am besten auf 2 Böcken und sucht euch einen langen, runden Gegenstand, eine Stange oder einen Besenstiel und lagert das Ganze dann hier. Wir hatten Glück, dass hier eben schon solche Nuten waren. Da haben wir es jetzt draufgestellt und da müsst ihr noch drauf achten, dass die offene Seite von der Folie nach oben liegt. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch einmal drehen und dann wird das Ganze hier abgerollt und wird hier oben auf die Fetten gelegt und dann einmal komplett drüber gezogen bis auf die andere Seite und dann wird es von oben nach unten ausgebreitet, rechts und links. Die Folie ist extra schon so gewickelt, damit man es so ziemlich einfach hat. So, jemand hatte einen geistigen Einfall und wir hatten jetzt die Idee, dass wir die Spannschnüre nehmen und die hier festkleben als Zugseil, damit wir die Folie gleich besser hier drüber ziehen können. Das heißt, die Spannschnüre gehen jetzt einmal von der anderen Seite hier rüber zu dem Punkt, wo wir abrollen. Und dann hoffen wir, dass wir es so drüber ziehen können. Ich bin gespannt. Wäre ein richtig guter Einfall. Nachdem ihr alle Klammern an den Türen und an den Fetten gesetzt habt und zusätzlich hier auch am Rahmen, wie vorher erklärt, dann kommt es zum nächsten Schritt. Wir haben auf der einen Seite mehr Folienüberstand, das soll auch so sein. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die Folie nur so weit gezogen, dass sie über dem Boden ist. Wir haben da ungefähr 30-40 cm Überstand. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir die Folie auch unten mit den Querverbindungen zwischen dem Bogen und der Tür verbinden und im Anschluss, wenn hier alle Klipse montiert sind, dann kann die Folie hier eingekürzt werden. Das heißt, wir machen jetzt weiter an der Seite mit den Klipsen unten. Los geht's! Okay. Ich jetzt ein bisschen näher. Jetzt kommen wir eben zum Schritt abschneiden. Dazu hat Marlene jetzt vor, einmal hier entlang zu schneiden an der Kante unten und dann die Tür gleich mitzunehmen, damit wir ein möglichst großes Stück Folie gewinnen können, damit wir nachher noch genug Folie haben für die Türe
und dann schneiden wir hier unten weiter bis zum Ende. Und dazu werden wir wahrscheinlich auch noch die Holzlatte benutzen, dass wir halbwegs gerade schneiden. Das Ganze jetzt wieder im Zeitraffer. Die Schnitte sind gesetzt. Marlene hat ausgezeichnet hier gearbeitet und da haben wir noch ein bisschen Überstand. Das wollen wir dann mit Rindenmulch bedecken, damit von außen kein Unkraut reinwachsen kann und dass kein Wind unten durchgeht. Und jetzt können wir zum ersten Mal in den Folientunnel reingehen, weil jetzt beide Türen offen sind und hier herrscht ein Klima. Da fällt mir auf gut Deutsch rückwärts einfach wieder raus. Boah, also das ist echt krass und genau das wollten wir. Endlich mal ein bisschen Sommerfeeling hier in Ostwestfalen. Jo, jetzt geht's weiter mit den Spannschnüren. Das heißt, wir müssen Schnüre jetzt einmal so über die Bögen spannen. Und da machen wir mal eine Aufnahme von weiter weg, damit ihr auch was davon habt. Der Schnur über der Folie haben wir jetzt einmal die Schnur komplett abgewickelt. Und ich habe jetzt auf der Seite ein Gewicht dran gemacht. Das ist die Rolle vom Panzertape. Und schmeißt es jetzt auf die andere Seite zur Marlene. Marlene, ja? Achtung, 1, 2, nee, ich kann so nicht werfen, ich muss so werfen. 1, 2, 3. Ups. Jawohl. Ah. Ja, komm, lass mal schon sein. Nee. Musst du weiter werfen. Oh Mann, Leute, was ist das denn heute wieder? Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie du das machst. Jetzt einmal durchziehen. Nee. Ja, nee, ich komme da nicht dran. Nochmal. Jetzt, warte, wenn es wackelt. Noch ein bisschen. Schnur geben. Du musst auch Schnur geben. Hab's. Perfekt. So Leute, jetzt gibt es Kletterknotenkunde bei Anton. Und zwar, wir brauchen einen Knoten für den Anfang. Das war hier der erste Knoten. Da haben wir einfach einen gewöhnlichen Sackstich gemacht. Das heißt, wir legen uns in das Seil eine Schlaufe irgendwo im Seil, machen dann einmal einen Knoten und dann habt ihr einen Sackstich. Das heißt, einmal hier eine Öse. Und der Knoten hält bombenfest, bis das Seil reißt. Damit haben wir angefangen. Und in der nächsten Öse, hier jetzt am dritten Masten, Posten, da haben wir wieder unten diese Metallöse. Da brauchen wir jetzt auch wieder einen Knoten. Wir könnten das Seil auch einfach nur einhängen und weiterspannen. Nur wenn das Seil reißt, dann sind alle Ankerpunkte kaputt, weil wir es nirgends festgeknotet haben. Das heißt, es wird jetzt immer ein Knoten gemacht. Und dazu verwenden wir jetzt den Mastwurf. Das ist der gleiche Knoten von der Maurerschnur. Das heißt, wir nehmen einfach irgendwo das Seil, drehen uns ein Öse, eine zweite Öse und die kommen übereinander und dann habt ihr einen Knoten. Wenn er sich festzieht, in beide Seiten kann er nicht bewegt werden. Und das brauchen wir hier an der Stelle. So. Dann einmal, zweimal die Schlaufe hier unten rein. Und jetzt ziehe ich den Knoten stramm. Jetzt hier eingekürzt. Und jetzt habt ihr den Knoten, der in beide Richtungen Zug standhält. Der Knoten kann nur gelockert werden, wenn die Schnur an sich wieder gelockert wird von beiden Seiten. Okay, perfekt. Dann wieder auf die andere Seite. So, wir haben wieder ein kleines Problemchen. Es lässt sich beseitigen, aber es ist ärgerlich, weil es nicht sein muss. Wenn ihr euch mal den Haken hier anguckt, da wird jetzt das Seil reingespannt. Und hier haben wir so einen richtigen Dorn abstehen, der ist richtig scharfkantig. Wenn ihr da mit der Folie drankommt oder jetzt mit dem Seil einen Knoten macht, dann reißt euch das Seil an der Stelle auf. Es ist wirklich sauscharf, weil bleibt da richtig mit der Haut hängen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wieder Hand anlegen und das ist so eine Sache, die nervt, weil das soll nicht die Aufgabe
des Endkunden sein, sich darum zu kümmern. Naja, aber hoffentlich die letzte Hürde für heute. So Leute, wir sind fertig. Die Schnüre sind verspannt, wie ihr sehen könnt, immer schön über Kreuz. Von vorn nach hinten und von hinten nach vorne. So, und jetzt geht's weiter mit den Türen. Dazu gucken wir uns jetzt erstmal den rechten Türausschnitt an. Diesen geringen Überstand, den wir hier abgeschnitten haben, den hat Marlene jetzt schon mal hier auf der Wiese ausgebreitet. Und dann könnt ihr sehen, dass selbst dieser kleine Überstand jetzt reicht, um zwei Türen auszukleiden. Und dann haben wir nochmal den längeren Überstand. Da können wir nochmal irgendwo ein zweites Gewächshaus irgendwo hinbauen. So viel Folie wieder übergeblieben ist. So, das heißt, jetzt klipsen wir hier wieder mit den Klammern die Folie fest. Dazu nimmt man jetzt kleinere Klammern und dann wird das Ganze hier einfach festgemacht und der Überstand abgeschnitten. So, die Türen sind fertig. Wir haben jetzt 3 Klammern jeweils an dem kürzeren Stück befestigt und 5 bis 6 Stück auf dem längeren Teil. Ja, da haben wir jetzt darauf geachtet, dass es richtig schön stramm ist, damit wir uns später nicht ärgern, dass da irgendwo Falten drin sind. Jetzt müssen wir uns noch um die Scharniere kümmern. Da liegt ja jetzt die Folie einfach drüber und das kann so natürlich nicht bleiben, weil wir müssen jetzt hier die Türen wieder einhängen. Das heißt, hier müssen auch noch mal Löcher rein, jeweils 2 Stück und auf der anderen Seite auch. Also noch mal 8 Löcher und dann können wir die Türen einhängen. Und da müssen wir uns noch überlegen, was wir mit dem Überstand der Folie hier an den Rändern machen. Ob wir sie dann bündig abschneiden mit dem Gestänge hier oder ob wir es einfach überstehen lassen, stört ja an sich nicht. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, wenn die Türen drin hängen. Marlene ist schon wieder mit der Schere. Die ist dann null nervös. Mich wird das so nervös machen, da reinzuschneiden. Fertig, so schnell kann es gehen. So Leute, wir sind fertig, aber nicht nur mit dem Folientunnel, sondern auch komplett mit der Kraft und mit den Nerven. Aber wow, es ist geschafft, es ist geschafft. Und wir haben sogar die Beete schon angelegt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es müsste noch alles gemacht werden. Eieiei. Ja Leute, wow, das war ein Ritt. Und später gibt es noch ein Fazit dazu. Aber jetzt erstmal Füße hochlegen. Ey, es reicht. Die Sonne ist weg. Jetzt hält man es hier drin auch wieder aus. Aber ey Leute, das ist wirklich. Die Türen gerade eingebaut. Die Türen passen nicht mehr. Die Löcher schon gemacht und alles. Und dann muss man wieder alles richten. Und man kann überhaupt nicht verstehen, warum es nicht mehr passt. Weil wir haben davor alles eingestellt, haben uns die beste Mühe gegeben, dass das alles passt natürlich, dass wir jetzt nicht nochmal Arbeit haben, aber wie es so ist, man kann es nicht erklären, die Türen passen jetzt nicht mehr zusammen, jetzt mussten wir nochmal die Scharniere höher machen, niedriger machen, das Schloss höher machen, jetzt funktioniert es einigermaßen. Ich zeige es euch mal kurz. Das war die Tür hier vorne, wir sagen mal Vorderseite dazu, ist für uns die Vorderseite, die hat so gut gepasst und jetzt, wenn wir sie zusammenführen, sie passt gerade noch so, also sie müsste enger stehen. Jetzt muss man hier mit ein bisschen Kraft das ins Scharnier, ins Schloss reindrücken, aber das Schloss war auch zu niedrig, darum haben wir jetzt hier unten noch ein Loch, wo es eigentlich nicht hingehört. Mussten wir das nochmal höher ansetzen, nochmal ein neues Loch schneiden. Ja, aber es funktioniert jetzt und morgen werden noch die Überstände abgeschnitten. Da werden wir dann auch noch mal kurz sagen, was wir gemacht haben. Für heute reicht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Tag ist. Tag. Es sind nun ein paar Tage vergangen, seit wir den Folientunnel aufgebaut haben. Und jetzt wollen wir das Video zum Abschluss bringen. Ich will euch einfach noch mal ein paar Tipps mitgeben, die uns im Nachhinein geholfen haben. Uns wäre besser gewesen, wenn wir die davor schon ja, gewusst hätten. Also wir teilen euch unsere Erfahrungen jetzt mit, falls ihr euch auch einen Folientunnel von FVG holen wollt. Worauf ist zu achten? Also, das Video war ja ausführlich genug.
wo es ein bisschen knapp wurde an Informationen, das war der Aufbau. Es war nämlich relativ stressig, es kam Wind auf, deshalb haben wir uns mit der Folie beeilt. Wenn ihr die Folie aufzieht, dann ist es wirklich schwierig, einen Anfang zu finden. Das haben wir gemerkt. Die Anleitung war da nicht wirklich hilfreich. Und an der Stelle hätten wir uns echt so ein bisschen mehr Informationen und eine ausführlichere Anleitung gewünscht. Was wir gemacht haben, nachdem wir die Folie einmal hier drüber gezogen haben und ausgebreitet haben, ist, dass wir oben an der Tür angefangen haben, mit diesen Klammern die Folie zu befestigen, damit ihr einen Fixpunkt habt. Danach haben wir diese Klammern hier an den Rändern gesetzt, wirklich nur hier am äußersten Rand. Dann haben wir angefangen, die Folie stramm zu ziehen. Das heißt, wir sind auf die andere Seite gegangen und haben die Folie hier gepackt. Und da könnt ihr wirklich ordentlich zupacken. Die Folie ist sehr robust und wir haben mit drei Leuten richtig gezogen, dass es richtig stramm wird. Das heißt, wir haben die ganze überschüssige Folie nach hinten gezogen, wo auch der große Überstand war. Ja, und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass dieses mitgelieferte Gerät, diese Klammer, diese Zange, ja, die ist wirklich super gefährlich für die Folie. Und wir haben tatsächlich einige kleine Löcher, beziehungsweise ja, es ist mehr die Reibung gewesen, die die Folie beschädigt hat. Und zwar, wenn ihr diese Folie spannt mit den Klammern, beziehungsweise die Klammern spannt, dann ist da so viel Spannung drauf, dass sich diese Zange nicht mehr lösen lässt. Und wenn ihr da dran reißt, macht es irgendwann zack und ihr habt dieses Klammergerät in der Folie hängen. Deshalb haben wir das Ganze auch nochmal getaped, weil es ziemlich spitz ist an den Seiten. Ja, ich zeige euch mal, was uns dann geholfen hat, damit es ein bisschen besser funktioniert. Dafür hole ich euch mal gerade an so eine Stelle, wo so eine Klammer sitzt. So, hier an der Türe, da wäre eben eine Stelle, wo man das ganz gut demonstrieren kann. Und zwar, wenn man dieses Gerät hier einfädelt, und da seht ihr schon, das ist gar nicht mal so leicht. Ja, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr diese mitgelieferten Patch so ansetzt, dass die Klammer ziemlich weit unten am Rand ist und ihr an dem Patch hier oben einen ziemlich weiten Überstand habt. Wenn ihr jetzt das Gerät nämlich lösen wollt, und das ist jetzt genau das Problem, das hängt fest und ihr zieht es nach oben ab, dann rutscht ihr über die Folie und zieht euch hier, wenn ihr Pech habt, richtig Löcher rein. Das zeige ich euch mal in der Nahaufnahme. Man kann nämlich deutliche Kratzspuren erkennen. Hier kann man jetzt ziemlich gut erkennen, diese Kratzspuren, die sind entstanden, als wir dieses Klammergerät hier rausgezogen haben und dann ja, kratzt man hier auf der Folie entlang. Deshalb achtet darauf, dass ihr diese Schutzfolie wirklich hier weit überstehend habt. Und ja, deshalb auch eben das Tape hier an dem Gerät. Und so ist leider auch das ein oder andere Loch in unsere Folie reingekommen. Wenn ihr dann die Fixpunkte geschafft habt an den Rändern, dann haben wir einmal auf der linken Seite gespannt, dann haben wir auf der rechten Seite gespannt. Dann haben wir umlaufend an den äußeren Rändern die Folie gesichert mit den Klammern. Und dann haben wir angefangen, hier auf der Seite die Folie, die überschüssig ist, nach innen reinzuziehen. Und so entstehen dann auch hier an den Seiten die Wellen und Falten auf der Folie. Weil ihr müsst euch vorstellen, es ist ja eine rechtwinklige Folie, eine rechteckige Folie. Und die wird dann hier ins Runde reingezogen. Das heißt, wir haben die ganze Folie hier reingespannt. Einer hat sich hier reingestellt, hat die Folie stramm gehalten. Und dann haben wir angefangen, einmal umlaufend über den Bogen die Folie zu sichern. Das Gleiche haben wir dann auch auf der anderen Seite gemacht und dann, ja, dann kam irgendwie auf den grünen Zweig und dann ist das eigentlich ziemlich gut gegangen. Und den Rest, was in der Folie noch an schlaffem Material ist, das holt ihr dann am Ende mit den Spannseilen raus. Und die Spannseile sind bei diesem Gewächshaus super wichtig und ja, das ist eigentlich die Haupthalterung für die Folie ist einfach diese Spannung über die Schnüre. Das gucken wir jetzt auch noch schnell an. Hinter mir könnt ihr jetzt erkennen, dass diese Spannseile die Folie hier zwischen den
Rohren noch mal richtig runterdrückt und dadurch wird die Folie richtig gespannt. Und bei Wind wird alles nur darüber gehalten, dass diese Seile unten mit den Erdankern verbunden sind. Und da kommt das Thema Erdanker. Es ist super wichtig, dass ihr einen griffigen Boden habt, am besten einen Lehmboden, damit die Erdanker richtig gut halten. Wenn ihr lockere Böden habt, weil die frisch aufgeschüttet sind, oder sandige Böden, dann könnt ihr das mit den Erdankern vergessen. Dann müsst ihr gleich betonieren. Das ist nämlich die komplette Sturmsicherung. Also die Seile und die Erdanker. Das ist alles. Und das ist somit das wichtigste Bauteil. Das waren die Tipps zum Aufbau. Und ja, zum Thema Erdanker. Den Rest haben wir euch alle schon in den Videos erklärt. Gebt euch viel Mühe beim Ausmessen und achtet wirklich dabei, dass die Erdanker richtig gut ausgerichtet sind. Beim Thema Werkzeug, da kann ich euch empfehlen, dass ihr mindestens 2 Ratschen habt mit einer 13er Nuss. Ihr braucht nur eine 13er Nuss. Dann braucht ihr noch einen Torx. Steht aber in der Anleitung für die Gestänge, um die Schrauben reinzudrehen. Ihr solltet unbedingt einen 8er Metallbohrer zu Hause haben. Ihr müsst Löcher nachbohren. Ihr solltet auch, wenn es möglich ist, zu diesen 2 Ratschen mit einer 13er Nuss auch am besten eine 13er Nuss am Akkuschrauber haben, also irgendeine Aufnahme, dass ihr eine Nuss befestigen könnt. Ihr müsst nämlich sehr, sehr viele Muttern reindrehen, unzählige Muttern, und da ist so ein Akkuschrauber natürlich Gold wert. Da beschleunigt ihr den Aufbau halt um das Dreifache, ne? So, ja, zu den 13er Schlüssel, also ihr braucht auch noch 2 13er Schlüssel zum Gegenhalten, und dann könnt ihr zu zweit halt sehr gut arbeiten. Ihr sollt darauf achten, dass ihr diese Schellen, die jetzt unter dem Tape sind, dass ihr die richtig anordnet. Ansonsten müsst ihr das Gestänge wieder auseinandernehmen und die Schellen neu einbauen. Darauf solltet ihr auch achten. Ja, ansonsten an Werkzeug, was uns noch geholfen hat, waren diverse Wasserwaagen. Zum Beispiel auch eine Wasserwaage für Pfosten. Das heißt, die hat einen 90-Grad-Winkel. Die kann man dann eben an das Gestänge anhalten und kann eben im Lotrechten überprüfen, ob das Gestänge gerade steht. Wenn ihr bei den Erdankern Mist macht und Fehler macht, dann ist euer Gewächshaus nicht im Winkel. Das heißt, ihr müsstet zur Not die Erdanker wieder ausgraben, und das ist auch kein Spaß. Die lassen sich sehr gut reindrehen, aber nicht mehr rausdrehen. Jo, also Werkzeug haben wir besprochen. Das wäre, wie gesagt, hilfreich. So ein Akkuschrauber war auf jeden Fall das Allerbeste. Wasserwaagen unverzichtbar. Spätestens, wenn ihr die Türen ausrichtet, dann braucht ihr eine Wasserwaage. Jo, ich glaube, wir haben sonst alles gesagt. Wir werden auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht im Sommer, wenn das Gewächshaus hier voll steht und wir ein paar Erfahrungen gemacht haben in der täglichen Nutzung, dann werden wir hier nochmal ein Update geben, speziell bezogen auf den Folientunnel, unsere Erfahrungen mit Wind, Wetter. Also bisher können wir da nicht meckern. Es gab immer mal wieder ein paar Böen und es war auch mal windig. Es gab auch schon starken Regen, und bisher ist alles problemlos gegangen. Sahara-Staub haben wir jetzt überall. Das sieht gerade richtig schrecklich aus, als hätte hier jemand Erde draufgeschüttet. Ja, also, ich bin super zufrieden aktuell. Ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video helfen, wenn ihr euch auch so einen Folientunnel anschaffen wollt oder wenn ihr ihn aufbauen müsst. Dann, ja, hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei zuzugucken, wie wir leiden mussten, wie wir ja Ideen gefunden haben, wie zum Beispiel für den Erdanker. Das sind Sachen, die können halt passieren. Da auch der Tipp mit der Zeit. Wir haben uns 3 Tage einkalkuliert. Ein Tag für die Erdanker, ein Tag für das Gestänge, ein Tag für die Folie. Hat nicht ganz geklappt. Am Ende haben wir 5 Tage gebraucht, aber halt immer auch mal einen halben Tag. Das war schon ein Riesenprojekt, und wie gesagt, wir sind handwerklich sehr begabt. Ich bin Handwerker und wir machen sowas nicht zum ersten Mal. Ja, genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Die lese ich natürlich immer fleißig mit. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Gefällt mir da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch noch irgendwelche Informationen wünscht, wenn ihr irgendwelche Informationen für uns habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal wieder hier im Garten. Euer Anton, macht's gut. Ciao, ciao.